Wer hätte es vor ein paar Monaten gedacht, dass von Wuhan aus die ganze Welt zamgracht. Die Schulen und die Grenzen sind dicht, jeder tragt Maskn in seinem Gesicht. Die Oina bleiben glei in der Wohnung drin, für die anderen macht jetzt Corona Zeich gar keinen Sinn. Es ist für uns alle was Neues, das ist gwies, wir weiß das schon, wie schlimm das wirklich ist. Pandemie, Pandemie, Pande, Pandemie, Pandemie, Mimimi. Der Weg zum Supermarkt, welch ein Graus, die Nudeln und das Klopapier sind aus, die Clubs und die Wirtshäuser haben geschlossen, dann haben wir uns im Schlafzimmer getroffen. 9 Monate später war's dann soweit, haben uns über Corona-Babys gefreut. Die Franzosen, die haben es schlauer gemacht, am statt Klopapier an Kondome gedacht. Schicht. Wenn nicht ständig das Internet zusammenbricht, oben rum riecht ich mich schneidig zusammen, unten rum hab ich gar nichts an. Jetzt klatsch mal ganz laut für unsere Pflegekraft, die hat wirklich eine super Arbeit geschafft. Bloß mit dem Klatschen, da ist nicht getan. Wann kommt denn das endlich beim Gesundheitsminister an? Pandemie, Pandemie. Auf der Couch zu Haus und schauen den ganzen Tag.